Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nach dem letzten Livestream weiter mit unserem Arbeitmotor. Wir sind mal wieder bei der Firma NG Motorsports. Guten Morgen. Renke ist auch wieder am Start. Moin. Wir sind ja mittlerweile fast Stammgast hier. Immer. Aber ihr seht, wir haben es schon vorbereitet. Thema Flowbench, Abarthkopf. Mich hat das so fasziniert letztes Mal, wo wir uns so den Nockenhub angeguckt haben, dass das nach wie vor, glaube ich, eine Thematik ist. Wir konnten es noch nicht erproben, wobei es nicht ganz richtig. Wir konnten schon erproben beim Oma Golf. Dort haben wir ja die Nockenwellen passend gemacht zu der Kurve, die wir auf dem Flowbench ausgemessen haben. Ja. Beziehungsweise bei Marius Golf. Und das hat schon extrem gut funktioniert. Und das wird dann natürlich irgendwie so ein bisschen zur Sucht, ne? Ja. Und da ich nach wie vor diese Abarth-Szene feiere, ich habe ja auch schon viele Szenen erlebt, und die Abarth-Szene ist einfach so ein bisschen wie so eine große Familie, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Finde ich das schon, dass wir einfach diesen Fans verpflichtet sind, denen das auch nochmal zu zeigen. Auf jeden Fall, machen wir. Plus, ich halt Bock auf einen extrem geilen, coolen Motor habe, weil ich einfach merke mittlerweile, dass dieser Motor mich die nächsten 5 Jahre verfolgen wird. Ja. Und dann können wir es halt gleich auch von vornherein vernünftig angehen, ne? Ja, da ist auch einfach viel Potenzial da, ne? Das ist so. So, also im letzten Video, letzten Livestream, haben wir bei Zoomi den Block schon mal zusammengebaut. Jo. So, jetzt muss da noch der Kopf drauf. Hier haben wir einmal ein Serien 1/4er 16V-Kopf. So sieht das Ganze aus. Mit diesen exorbitant riesigen Ventilen. Einlasskanälen. Erstmal witziger Aufbau. Der Abarth hat nämlich tatsächlich dieses Prinzip Kopf drauf. Und dann kommt quasi eine Kassette. So ein Kasten, ne? So Kasten mit den Nockenwellen, ne? Ja. Und dann hast du in diesem Kasten oben ein paar Verschlussschrauben, wo du quasi so durchkommst, ne? Er ist schon wirklich klein und kompakt, der Kopf, ne? Aber gut, der ganze Motor ist ja wirklich gut handelbar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wie krass zum Beispiel diese Wasserumspülung da drin ist, ne? Da. So, ne? Wenn man sich das anguckt, Wasserauslass größer als bei jedem VR6-Kopf und so. Eigentlich schon wirklich, also mir schon ganz gefällt das Ding. So, okay, das heißt, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Standardprogramm mittlerweile bei euch fast, einmal komplett durchgefräst. Ja, wir haben ja gesagt, wir lassen da die Kirche ein bisschen im Dorf. Wir haben uns ja für Serienventilgröße entschieden, weil das auch ganz gut zu deinem Konzept passt. Haben die Kanäle Ein- und Auslass bearbeitet, haben uns hier mal entschieden, die Ventilführung mitzufräsen. Also die Ventilführung, die originalen Sinterstahlführungen haben die Form vom Kanal angenommen. Mhm. Und wir haben auch die Ventile einfach nur einmal nochmal überarbeitet. So. Okay, wir fangen an, Ventile. Ja. Sehen krass aus, sehen eigentlich aus wie neu, ne? Dafür, dass sie eigentlich nicht neu sind. Ja, wir haben da ein neues Bearbeitungsverfahren jetzt für die Ventile, um einfach gerade beim Revidieren nochmal wirklich so das Finish daraus zu holen. Das ist schon ziemlich geil. Also wenn man das jetzt mal hier mit den Serienventilen vergleicht, die vorher halt genau so aussahen, ist das schon abgefahren. Das heißt wirklich, Ventil wird einfach, was ist das, geschliffen, poliert, gereinigt? Das ist ein Gleitschleifverfahren. Ah, geil. Krass. Kannst du was zu den Ventilen sagen? Sehen aber an sich eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, ne? Nein, wir haben ja viel geguckt, ob es eventuell was im Übermaß gibt oder ob man was anfertigen lässt. Die haben auch so ein bisschen hier so ein Backcut, das heißt, die sind auch noch mal ein bisschen verjüngt vorm Ventil, das ist auch noch mal ein bisschen strömungsgünstig. Und das passt dann auch ganz gut zu den mitbearbeiteten Führungen. Genau, man sieht halt hier richtig schön, wie das eigentliche Ventil außerhalb der Ventilführung nochmal dünner wird, das Einlassventil, um einfach nochmal ein bisschen mehr Fläche im Kanal hinzukriegen. Und auch die Geometrie von dem Teller an sich sieht auch schon nicht schlecht aus. Ja, ne? Ist ein schöner Radius unten drin. So, man sieht richtig, wie es erst relativ flach wird, damit wirklich die Luft so am Ventil in den Brennraum strömen kann. Ja. Und dann ist das der letzte Punkt, wie du schon sagst, es gibt auch keine Übermaßdinger dafür, ne? Nein, und das war ja der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, lassen wir jetzt noch was anfertigen oder probieren wir es einfach damit und haben uns ja letztendlich auch aufgrund von Lieferzeiten etc., weil du damit ja auch wieder fahren willst, dafür entschieden, das so durchzuziehen. Vor allem, ich weiß noch, Renke fing gleich an, du wolltest eigentlich ein paar Titanventile machen. Ich wollte Titan reinmachen, ja. Da habe aber selbst ich da mal gesagt, nee, hierbei, lass uns erstmal so einen Leichtbau, so Normalo-Step machen. Ja. Einmal den ganzen Kopf durchfräsen, wichtig. Brennräume sind auch mitgefräst. Ja. Das heißt, wir kommen mit der Verdichtung noch weiter runter. Ja, wir kommen runter, wir haben den Ringspalt ein bisschen erhöht. Das heißt, einfach die Ventile sind ein bisschen mehr freigestellt. Das Ganze kann noch besser ausatmen. Mhm. Das heißt, das ist der Bereich hier drumherum. Genau, da sind wir halt auf das maximale Führungsmaß gegangen. Mhm. Genau. So, hier sieht man, dass es ein bisschen schon ausgespart ist. Aber dieser ganze Bereich ist hier komplett
weggenommen und freigestellt. Dass wir oben und unten die Quetschkante wegnehmen, ist kein Problem. Nee, das ist für dich, für deine Anwendung ist das perfekt. Mhm. Das heißt, warum macht man das? Das ist für, einfach für Klopfen besser, oder? Nee, wir müssen ja bei dir die Verdichtung irgendwie runterbekommen. Das heißt, wir haben keine andere Möglichkeit, das Volumen irgendwie größer zu machen. Ansonsten müssten wir exorbitant hier tiefer fräsen, müssten da allerdings auch Sitze und alles tiefer setzen. Also das ist halt die einzige Chance, da das Material entsprechend rauszubekommen. Weil die Original-Abarth-Kolben, in meinem Fall haben wir jetzt ja die ERP-Kolben drin, aber Die Original-Abarth-Kolben sind schon gar nicht so schlecht. Allerdings haben diese Motoren immer 9,8 zu 1. Ja. So, das heißt, es gibt halt entweder die Variante dicke Kopfrichtung, ist halt immer so, naja, oder halt einfach schön Volumen aus dem Brennraum rausholen. Und ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich fast am wichtigsten ist, beim Gussbrennraum hat man immer Unterschiede im Volumen. Ja. Das heißt, es kann immer mal passieren, dass die von Volumen zu Volumen unterschiedlich sind. Und jetzt, da man überall den gleichen Nullpunkt nimmt, sind die wirklich alle identisch gefräst. Es sind natürlich auch noch mal so zwei, drei kleine Fehlstellen. Das wird auch immer mal so ein bisschen gefragt, warum ist denn hier irgendwo noch eine Gussstelle? Da ist halt einfach mal ein bisschen Gussversatz da. Und es macht dann auch keinen Sinn, das halt noch mal tiefer zu fräsen. Genau, das sieht man hier zum Beispiel. Wenn man hier zum Beispiel sieht, alle Brennräume sind identisch gefräst. Hier ist noch eine Stelle, wo man den originalen Guss sieht. Und da ist sie schon komplett weg. Dann könnt ihr euch mal so grob vorstellen, wie unterschiedlich vom Volumen her die im Original halt sind. Ne? Ja. Okay. Wisst ihr ungefähr, wie viel Volumen rausgegangen ist? Müsste ich gleich einmal am Computer raussuchen. Kann ich dir sagen, aber habe ich jetzt nicht im Kopf gerade. Dann würde ich sagen, machen wir es anders, weil wir müssen eh noch den Block auslitern. Ja. Das habe ich mir definitiv noch gewünscht. Das heißt, ich würde sagen, wir machen nochmal bei der Montage von dem Motor. Ich wollte sagen, Anni litert den nochmal aus. Genau, da fangen wir nochmal an und litern sowohl Brennraum, weil sonst müssten wir jetzt nämlich auch wieder alle Ventile reinstecken, sowohl Brennraum als auch Block nochmal aus. Ja. Original als auch den, dann wissen wir ganz genau Bescheid, wo wir verdichtungsmäßig am Ende sind. Ne? Ja. Aber ich würde schon sagen, so einen halben Verdichtungspunkt wird man da schon runterkommen. Ich weiß gar nicht, was hast du angepeilt? Ja, idealerweise denke ich, ist für Rennstrecke bei so einem Motor irgendwas so zwischen 8,5 und 9,0. Ja. So in Serie waren 9,5, hast du gesagt, ne? 9,8 sogar. 9,8, ja. 9,8 sogar. Jetzt sind wir uns natürlich auch nicht sicher, wie IRP die Kolben dort dann auslegt, berechnet und so weiter. Ja. Die richten sich ja auch alle mehr oder weniger nach dem Original-Domvolumen. Ja. In dem Fall vermute ich leider, wird das relativ hoch sein. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier gut mit runterkommen. Weil die originale Kopfdichtung ist 0,8 mm. Und das finde ich ja persönlich immer perfekt. Ja. Also meine Erfahrung ist, je dünner die Dichtung ist, je besser funktioniert das. Deswegen gut, vielleicht kann man ja auch am Kolben noch was machen. Was genau funktioniert denn dann besser, wenn man mit der Verdichtung runtergeht? Ja, jein. Also eigentlich funktioniert der Motor schlechter. Er wird uneffizienter. Je höher die Verdichtung ist, je effizienter läuft der Motor. Das heißt, er läuft schöner im Leerlauf. Ansprechverhalten des Turbolasers ist ein bisschen besser, die Spontanität ist besser. Aber je höher die Verdichtung ist, je höher ist der Druck im Brennraum, was theoretisch schon mal gut ist. Es gibt jetzt natürlich auch Bereiche wie Volllast, Start und Zielgerade, wo du sekundenlang Vollgas draufstehst. Da hast du einfach mit weniger Verdichtung eine geringere Klopfneigung und natürlich auch eine geringere Abgastemperatur. Ah, okay. So. Mit der Abgastemperatur überlege ich gerade, ob das richtig ist. Das Klopfen ist halt einfach interessant. Würde ich jetzt für Abgastemperatur konnte ich jetzt bisher nicht, hätte ich jetzt nicht selber bestätigen können. Aber das Klopfen ist halt viel, viel, viel geringer. Ja. Das heißt, mit weniger Verdichtung können wir wieder früher zünden, was den Motor wieder effizienter macht. Mhm. So, das heißt, es kann passieren, lange gerade, das Ding wird heiß, 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 heiß. Zündung geht immer, immer weiter weg. Wir zünden irgendwann übertrieben gesagt im OT und jegliche Effizienz von dem Motor geht wieder verloren. Jetzt mit der geringeren Verdichtung ist es da so, dass man mehr Ladedruck mit viel Zündung fahren kann und so die Effizienz wieder rausholt, ohne dass es klopft. Ja, verstehe, ja. So, deswegen immer weiter runter. Das Spielchen kann man natürlich bis ins Nirvana betreiben. Das heißt, so richtige Viertelmeile-Motoren fahren ganz oft auch so mit 7,5 zu 1. Ja. Das heißt, das Ding läuft im Leerlauf einfach fast gar nicht mehr. Das ist dann wie ein kaputter Motor. Läuft schon noch, ist jetzt übertrieben gesagt. Dafür kannst du dann am Ende aber 3 Bar rein. Und, weiß ich, 20 Grad Zündung. Ja. Ich weiß auch, den einen Golfmotor sind wir mal mit 6,9 zu 1 gefahren. Ne? Das wird dann halt echt schon wenig. Das ist schon kriminell. Das klingt dann beim Anlassen immer so, als wenn das Ding schon kaputt ist. Weil der so ganz einfach durchdreht, der Anlasser. So, und ist natürlich noch eine Spritfrage. Da wir hier aber kein Ethanol und nichts fahren, sondern ganz normalen Sprit, ist es da umso wichtiger, mit Straßenbenzin, mit der Verdichtung ein bisschen runter. Ne? Ja. Muss allerdings eine goldene Mischung sein, weil bei dem Motor dürfen wir wiederum auch nicht zu viel verlieren, weil der muss ja schon noch aus den Ecken raus gut fahren. Ja. Ja.
Deswegen glaube ich auch, dass wir so auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, Ende vom Lied ist eigentlich Brennraum gefräst, alles schön gleich. Dementsprechend Sitze neu geschnitten, mit Spezialkontur von euch. Sitze mit CNC-Kontur. Einlass-Auslass gefräst. Einlass-Auslass gefräst und weil es so quadratisch praktisch gut ist, alle Flächen nochmal übergeplant. Sieht schon süß aus, der Auslass, ne? Ja. Geh noch, ja, nicht mal mehr, geh noch nicht mal zwei Finger rein. Wenn man das jetzt hier zur Serie vergleicht, auf die Einlasskanäle, ist das halt schon krass. Ne? Man vermutet sich halt immer, das ist halt einfach alles klein. Ja, klar. So, das ist aber halt einfach nochmal kleiner. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal einmal auf die Flowbench und damit wir nicht wie beim letzten Mal wieder alle Werte durchmessen, würde ich sagen, wir steigen einfach kurz ins Video ein. Und an den interessanten Stellen. An den interessanten Stellen. Ja. Ich bin gefahren, weil wir machen das Ganze jetzt deswegen, A, um zu gucken, was bringt die Bearbeitung und Nockenwellenauslegung. Ja. Die Nockenwellen, die ich von G-Tech drin hatte, von dem Helmut, die hatten so einlassseitig so 9 mm Hub ungefähr. Wir können ja einfach mal messen, bis wir wieder feststellen, bis so der Umkehrpunkt erreicht ist, wo nichts mehr passiert und dann bist du auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite mit der Wahl der Nockenwellen. Okay. Also, Flowbench. Fünfte Mal erklärt, sechste Mal ist immer gut. Luft wird hier drin angesaugt und wir saugen die Luft durch den Brennraum an den Ventilen vorbei, durch den Einlasskanal. Genau, und in der Maschine sind dann verschiedene Messblenden und dann wird einfach über ein Differenzdruckverfahren wird halt der Volumenstrom in CFM ermittelt. Genau, das heißt, die Maschine spuckt uns am Ende ungefähr aus bei, ich sag jetzt mal, dem gleichen Saugen, wie viel Luft durch den Kopf geht. Richtig. Und wir können jetzt hier rüber, über diese, ich nenne es jetzt mal Messvorrichtung, einstellen, wie viel Ventilhub wir erzeugen und messen jetzt einfach quasi den ganzen Ventilhub durch, wie viel durch den Kopf geht. Richtig. Fangen mit dem Serienkopf an, weil interessant wird erst dann, wie viel euer Kopf mehr macht. Weil das ist dann definitiv eine reelle Zahl in Prozent, wo man wirklich sagen kann, Serie gemacht. Bei gleichem Hub geht so und so viel Luft mehr ohne Verluste durch. Ja. Okay, so, wir haben mal angefangen schon. Haben schon mal durchgemessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Hub und haben passend dazu die CFM. Bis 5 mm Hub geht das Ganze relativ linear und tatsächlich ab 5 mm Hub fängt der Kopf schon an, ich sag jetzt mal, zuzumachen. Also der Unterschied zwischen 5 und 8 mm Hub sind nur noch 6 CFM. Und jetzt wir fangen jetzt an zu messen bei 9 mm. Wir vermuten, dass bei 9, 10, 12 mm definitiv wahrscheinlich nichts mehr kommen wird. Ne? Ja. Wie viele Köpfe habt ihr hier ungefähr schon durchgemessen? Boah, das kann ich gar nicht mehr zählen. Einige. Also man sieht schon so ungefähr hier, was das alles für Adapterplatten so. Ja, das ist auch tatsächlich alles. Mittlerweile ein DASA-Kopf. Ja. Cool. Auf jeden Fall. Weil das viele auch immer noch mal fragen. Ich glaube, das war letztes Mal auch so. Wir runden hier diese Kante einfach immer ein bisschen mit Knete ein. Das machen wir bei dem CNC-Kopf gleich genauso. Einfach, um hier nicht so einen harten Übergang zu erzeugen. Mhm. So. Weil wir sonst so viele Verwirbelungen dahinter schon hätten, dass es einfach schlechter wird. Ne? Richtig. Okay. Ja, dann okay. Auf geht's. Machen wir 9. Ehrliche 108,5 würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, waren eigentlich es auch schon 108, also es kommt tatsächlich nichts mehr. Jetzt können wir spaßeshalber nochmal zustellen auf 10 mm. Ja, ob da was nochmal kommt, aber ich befürchte. Achtung, wird wieder laut. Von weniger würde ich jetzt nicht sprechen, da ist auch natürlich ein bisschen ein bisschen Toleranz drin, aber es passiert auf jeden Fall. Aber es waren eher so 107,5 sogar, also wenn, dann war es eher ein Tick weniger. Okay, das heißt, hier können wir jetzt Schluss machen, 108, mehr gehen durch diesen Kopf definitiv nicht durch. Das heißt, egal wie weit wir das Ventil jetzt noch aufstellen würden, da kommt nichts mehr. Ja. Einmal umbauen und den CNC-Kopf drauf. Ne? Machen wir. Untenrum hat sich erstmal noch nicht ganz so viel getan, ne? Ja. Das heißt, wenn wir hier gucken, 2 mm Hub, 51 zu 47, 70 zu 65, 93 zu 89, 5 mm auch noch nicht. Ab 6 mm wird es interessant. Ja. Wo der Originalkopf schon so langsam zumacht und wir kaum noch Steigerung ab 100 CFM haben, geht es hier jetzt erst richtig los. Ne? Witziges Phänomen, weil das haben wir ja bei allen anderen Köpfen auch immer gehabt. Ne? Ja. Dass diese gemachten Köpfe, nicht fallen, René? Oh Gott. Die gemachten Köpfe
deutlich mehr Ventilluft vertragen einfach. Ja, auf jeden Fall. Also dass diese Kanalvergrößerung erzeugt quasi, dass das Ventil auch weiter unten stehen muss. Ne? So, weil dann sind wir nämlich immerhin jetzt bei 8 mm Hub, sind wir schon bei 131 zu 108. Mhm. Was, das muss ich kurz im Kopf rechnen, schon fast 20% mehr sind. Ne? Ja. War 9 mm auch nochmal messen, oder? Ja. Jetzt machen wir 9 mm und dann gucken wir mal, wie weit das Ganze geht. 8,5. So, 9 mm waren jetzt auch ungefähr 131, ne? Ja. Das ist dann schon der Umkehrpunkt, wo halt einfach nichts mehr passiert. Mhm. Offen ist halt offen in dem Moment. Und die Nockenwelle hat es ja auch gesagt, ist ja auch für wie viel, was hast du gesagt, 9 mm? 9 mm. Ja. Lass uns ruhig nochmal mehr reindrehen. Okay. Okay, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10 mm müssten wir jetzt sein. Okay, das passiert anscheinend doch noch was. Das ist witzig, jetzt haben wir tatsächlich 138. Das heißt, wir müssen die hier, diesen Sprung gleich einmal nochmal kontrollieren, ne? Ja. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch auf 11 drehen. Okay. mm 135. Das heißt, da wird es ein bisschen bauchiger. Ja. Nee, machen wir nochmal einmal 12. Aber eigentlich recht interessant. Es wird tatsächlich weniger. Also wir haben wirklich ab 10 mm mit mehr Hub dann ein bisschen weniger Wert. Ne? Ja. Kann man sich jetzt wahrscheinlich schwer erklären, aber ist halt so. Ich würde sagen, wir drehen jetzt nochmal zurück wieder einmal, oder? Genau. Ja. So, wir überprüfen jetzt noch einmal den Wert bei 9 mm und dann schmeißen wir das Ganze nämlich einmal in eine Tabelle rein, weil wir können euch das Ganze nämlich schön grafisch darstellen. Ja, da kommen wir doch der modernen Technik hier schon weiter. Das sieht doch gleich deutlich professioneller aus. Blau Serienkopf. Ich sag jetzt mal orange-gelb der CNC-Kopf und da sieht man genau ab 5 mm noch gleich, ab 6 mm geht dann die Luzi ab und es wird deutlich mehr. Zum Top-Zeitpunkt bei 10 mm Hub haben wir 108 zu 138, das sind über 25%. Ja, das kann man mit arbeiten. Das ist für Serienventile schon wirklich ein Brett eigentlich, ne? Ja. Das ist schon krass. Dann ist das ja sogar, ich weiß noch, Tim hat früher immer gesagt, VR6 war sein bester Kopf. Irgendwie so mit 27% mehr Durchsatz oder so, ne? Solche Kanäle haben halt einfach viel mehr Potenzial als ein schon weitestgehend ausgereifter Kanal, ne? Das ist einfach so. Plus eure neue Geometrie von den Sitzen macht natürlich auch mal viel aus. Plus die optimierten Ventile. Jetzt ist dann wirklich ja der spannende Augenblick, was der Motor dann halt wirklich danach leistet, ne? So, ich habe mich kurzzeitig gefreut. Ich habe hier nämlich von Bielas, wo wir waren, die haben nämlich tatsächlich einen Ventilfeder-Kit für dieses Auto. Richtig schön mit Doppelfeder und auch noch mit mehr Vorspannung im Sitz und so weiter. Ja. Ah, ich krieg die Kiste und denke mir so, Ventilloop 12 mm zulässig. Da können wir noch mal ein paar richtig krasse Nockenwellen reindrücken. Aber wir haben ja heute wieder gesehen, ab 10 mm Hub geht es wieder runter. Ja. Das heißt, idealerweise wird man hier irgendwas zwischen 9,7 und 10,5 mm Hub fahren. So ja. Genau. Hat Bielas passende Wellen für dich da? Oder? Ja, haben die. Ja, haben die. Die haben jetzt aber auch gewartet, dass wir diese Messung gemacht haben. Mhm. Jetzt können wir Bielas sagen, das und das sind unsere Daten. Überlegt euch mal was Cooles. Das Coole ist ja, die haben ja fast alle Profile fertig, stecken dann nur diesen Meisternocken auf die Schleifmaschine und können jeglichen Nocken immer übertragen. Ne? Ja, dann hast du jetzt ja alles zusammen. Ja, so, sehr schön. Das heißt, so viel zum Thema Kopf, würde ich sagen. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt, beziehungsweise ein bisschen was gezeigt. Und im nächsten Video werden wir das Ding auf jeden Fall noch ausliedern, zusammenbauen. Bis dahin sollte das Ding vom Lacker zurück sein und dann kommt das Ganze da auch schon rein. Stark. Ja, dann danke mal wieder für die Zeit. Gerne, immer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.